So eine Kanzelrestaurierung ist teuer, sehr teuer sogar, wenn man es denn richtig machen will. Und das wollte der Kirchbauverein der St. Hippolyt-Kirche in Blexen natürlich. Und so mussten fast 40.000 Euro aufgebracht werden, damit der Restaurator Uwe Pleninger die Münstermann-Kanzel wieder im neuen Glanz erstrahlen lassen konnte. Über 4 Monate brauchte er dafür und kam immer an 3 oder 4 Tagen in der Woche von Hannover nach Blexen, um dort zu arbeiten. Und darum sah die Hippolytkirche lange Zeit mit einem großen Gerüst auch mehr wie eine Baustelle aus. Galt es doch, alle Teile der Kanzel fachmännisch abzubauen, zu restaurieren und wieder aufzubauen. Nun durften wir dem Restaurator bei seiner Arbeit einmal ganz gespannt über die Schulter schauen. Also ich reinige hier die Oberflächen ziemlich tief. Dazu habe ich jetzt so ein Lösemittel, Wasser, Alkoholgemische. Die sind separat. Die mische ich mir dann so, je nachdem wie der Schmutz ist, je nachdem wie das halt eben an der Oberfläche ist, mische ich mir das so direkt im Wattebausch. Also ich benutze dann natürlich eine Brille, dass ich das genauer sehe. Tageslichtlampe habe ich auch eingeschaltet. Und dann kann man jetzt richtig schön sehen, wie, wenn ich das jetzt da mit dem Lösemittel feucht mache, dass das die graue Schicht, was man da oben sieht, die sich langsam auflöst und sich in den Wattebausch reinreibt. Ein bisschen reiben muss ich einfach auch um, weil das ist nicht so, wie jetzt ein Chemiker das lösen sieht, der das dann komplett flüssig macht. Die Substanz, die quillt so ein bisschen meistens und dann wird es also weich. Und wenn das schon weich ist, kann ich es schon in den Wattebausch schreiben und dann nimmt er das komplett auf. Man kann auch einen feinen Schleifer nehmen, Polierer, aber Schleifer sage ich jetzt schon. Das sind Poliermaschinchen mit so einem kleinen Kopf, wie sie die Juweliere oder Zahntechniker oder Zahnarzt hat. Das ganze Werkzeug kommt vor allem bei uns aus dem zahntechnischen Bereich, Juwelierbereich, die ja so feine, die ebenso so feine Arbeiten machen, weil es oftmals ja auch so ist, dass man auf Vergoldungen gehen muss. Vergoldungen sind sehr, sehr dünn. Die haben damals schon eine Dünne von fast 1/1000 ausgeschlagen. Und wenn man natürlich da mit einem zu groben Werkzeug dran geht, dann ist es weg. Also dann zerstört man die Goldoberfläche. So, hier entsteht dann irgendwann mal ein Film und wenn es feucht wird, also die Kirche wird ja nicht so beheizt wie ein Wohnraum, dann kann sich da auch ein Pilz und Bakterien ansammeln und das führt dann so weit, dass es sich in die Schicht reinträgt, sozusagen das Holz und die Schicht angreift. Irgendwann wird da halt eben auch die ganze Schicht zerstört werden. Deswegen ist natürlich eine Reinigung ganz wichtig. Und man soll nicht zu häufig reinigen, weil das belastet ja auch so eine Oberfläche. Aber zu wenig ist auch nicht gut, weil sowas sollte eigentlich nicht entstehen. Der Schmutz besteht natürlich aus Staub, was runterfällt. Und dann ist es auch so, hier werden ja auch Kerzen benutzt. Und früher wurde teilweise mit Öl geheizt, Ölheizungen. Und das schlägt sich ja alles, das ist ja in der kompletten Luft. Wenn man ein Fenster aufmacht, dann kommt das unweigerlich auch hier in den Raum rein. Und über die Länge von der Zeit, das ist jetzt 65 das letzte Mal bearbeitet worden, entsteht natürlich so eine Schicht. Und das ist auch so das Material, was ich dann anlösen muss. Deswegen habe ich da unterschiedliche Lösemittel. Dann kommt ein Schutzfirnis drüber. Also man firnisst das wieder, den kann man dann auch jederzeit, wenn er mal irgendwie angegriffen ist, abnehmen. Und was noch dazu kommt, solche Fehlstellen werden dann retuschiert. Also wenn man so hier guckt, hier sieht man das hier, die weißen Fleckchen da. Das ist abgeplatzt, gerade das kann schon durch erstens Alterung und zweitens auch, das ist ein Angriff auf durch Staub, Wasser. Öl, das gibt ja auch ein Gemisch, wo dann irgendwie reagiert sozusagen mit der Oberfläche. Das kann sich so richtig reinfressen oder das
kann die Oberfläche anlösen und kann sich so richtig fest in die Oberfläche einbacken. Da gibt es dann Bereiche, wo man überhaupt nicht mehr rauskriegt. Und das muss man dann nacharbeiten? Und das wird dann nachgearbeitet. Also dass es wieder angepasst ist, dass es wieder original wird. Und dieses Lösungsmittel, das ist Erfahrungssache. Was nehme ich da jetzt? Es ist erstens Erfahrung, dann ist es natürlich auch, hat es mit Chemie zu tun. Das ist so, kommt aus der Waschmittelindustrie, dann Dünnschichtchromatographie, also das ist auch richtig, da werden die Lösemittel bewertet und da kriegt man dann auch entsprechende Werte, wo man dann berechnet. Also es waren richtig eingewogen, die Lösemittel, und also so zwei Flaschen zum Beispiel, die waren dann so richtig eingewogen. Und dann ist Erfahrung, natürlich Erfahrungssache im Wattebau selber, merkt man dann, wie man das dann variiert. Gibt es denn auch, ich sag mal, Situationen, wo Sie sagen, da muss ich mechanisch haben jetzt? Auf jeden Fall, klar. Hier, die Maler haben ja die Wände gestrichen. Und da die Maler einfach einen großen Pinsel haben, dann passiert so manches Missgeschick. Und dann kommen da so Läufer runter oder Pumpen, die Läufer machen sie noch weg. Außer Spritzer, wo man dann hat, die sind dann halt alle noch da und die muss man dann, weil sie recht dick sind, muss man die halt mit dem Skalpell runternehmen. Fassung ist einfach der Farbton oder der Farbklang von der Kanzel, so, sagen wir so, Farbklang von der Kanzel. Also da gehört ein Rot, eine Vergoldung dazu und die Holzsichtigkeit. Dann 100, 150 Jahre später hat man einen anderen Zeitgeschmack gehabt. Dann hat man das einfach neu gestrichen, neu vergoldet und das ist die zweite Fassung. Das ist ein neuer Farbklang für die Kanzel. Und das ist sozusagen der dritte Farbklang von der Kanzel, der ist 1850. Das ist einfach eine Holzimitation, getrimmt so ein bisschen auf Nadelholz oder Kiefernholz, wie man sieht. Also es ist keine Eichenholzimitation, sondern eine relativ einfache Maserierung nennt man das dann auch. Das heißt, das fand man damals einfach nur schick? Das ist schick, das ist Mode gewesen. Mit Eichenholz, mit Vergoldung, mit Schwarz, mit Lüsterung, was da dazu gehört. Und das Schöne an so einer Sache ist, man merkt halt eben auch immer, je weiter man runtergeht, also die erste Fassung ist meistens die schönste Fassung. Die zweite geht noch, die dritte, da wird es schon kritisch und wenn es dann noch mehr wird, dann irgendwie... Wie man heute sagt, wird es verschlimmbessert. Es wird immer schlimmer und man merkt halt eben, teilweise haben sie keine Zeit zu, dass sie schnell, schnell, schnell mal was machen und dann so sehen die dann auch aus. Wer baut das ab? Das mache ich selber. Ich baue das ab, was abzubauen ist. Also manchmal hat man halt natürlich auch Verbindungen, wo man nicht mehr öffnen kann und dann muss es halt eben am Standort bleiben. Dann muss man das so bearbeiten. Aber die waren... Zumal an der Kanzel ist 65 versetzt worden und die haben die komplett auseinandergebaut gehabt. Und die Verbindung kann man jetzt einfach auch wieder öffnen. Also die kann man auseinandernehmen und dann dementsprechend kann ich das auch hier runternehmen und so am Tisch bearbeiten. Aber es ist einfach immer besser, man nimmt das raus, man kann es an allen Seiten, da kann man mit der Lupe, also ich kann den Kopf da nicht, manchmal nicht zwischendurch, weil die Lupe halt eben... Das heißt, die Kanzel kriegt jetzt keine, wie Sie eben erklärt haben, neue Fassung, sondern wird einfach nur... Konserviert. Konserviert und ist mal gereinigt und dann wieder konserviert. Konserviert und natürlich dann Fehlstellen retuschiert. Sieht also dann so aus, wie die Fassung war, genau. Also das ist jetzt eine Vergoldung, was Sie da aufgelegt haben. Das ist echtes Blattgold. Weiß ich nicht, das kriegt man heute so... 23 bis 26 Karat kann man da kaufen und natürlich entsprechend wie der Goldpreis ist, kostet das unterschiedlich viel Geld. Und hier, die haben da früher vergoldet, auch mit Blattgold, und hier sind schon Fehlstellen entstanden. Das ist einfach Verschmutzung und da ist es runtergefallen. Und sowas wird dann natürlich auch wieder ergänzt, also die Bereiche, die kleine. Und da gibt es heute ein spezielles Pudergold, das ist das gleiche Gold, bloß halt pudrig gemacht. Das ist ein spezielles Herstellungsverfahren. Und da kann man das mit dem Pinsel und mit ein bisschen Bindemittel kann man das dann reintupfen. Und dann wäre das mit echt vergoldet.
Aber da wir ja Restauratoren sind, will man ja das Material unterscheiden. Kann man auch ein anderes nehmen? Also da gibt es dann Ersatzstoffe und die glänzen genauso wie das Gold. Und man kann dann sagen, so in 50 oder 100 Jahren, da war der Restaurator, der hat ein anderes Gold genommen, das ist nicht das Original. Und dann ist jetzt noch die Frage, warum macht man das so? Alles, was ich dazu bringe, also meine ganzen Farben, die sind weniger wert wie jetzt das Original. Also, und man versucht halt eben so möglichst viel Original zu zeigen, um einfach auch den Wert von dem Original nicht zu mindern. Also dementsprechend macht man auch keine kompletten Anstriche, sondern man retuschiert so Fehlstellen wie jetzt hier. Das heißt, man soll auch ruhig sehen können, da hat jemand restauriert. Genau, man soll das zeigen, also man soll zeigen, dass man restauriert hat, dass das jemand war, wo da was dazugegeben hat. Weil das einfach, das hat einen anderen Alterswert, kann man auch sagen. Also es gibt ja einen Alterswert, das ist eine Bewertung. Und je älter, je wertvoller ist das Materialobjekt halt eben. Und so ist es natürlich auch mit den Materialien, was ich einbringe. Die sind weniger wert wie jetzt das Original. Also es wird halt eben dann nur ausgetupft in dem Bereich. Und man sieht ja auch immer, wenn man dann genauer hinguckt, so ein Rändchen, wo die Fehlstelle ist. Und das sieht man im Nahbereich, sieht man, da war eine Fehlstelle, da hat der Restaurator retuschiert. Und wenn man dann von Weitem das sieht, fällt es gar nicht mehr auf. Also wenn man unten steht, das ist ja oben am Schalldeckel, das sieht man dann überhaupt nicht mehr. Und das ist eigentlich Ihr 100% Ziel. Genau. Dass man, dass es sieht, Mensch, ist alles wieder schick. Aber wenn man rangeht, sieht man, was man gemacht hat. Dass man zeigt, was man gemacht hat, auch nur im Nahbereich dann letztendlich. Ist das denn, was Sie vorhin sagten, mit den Fassungen früher anders gewesen, dass Sie gesagt haben, komm, wir lackieren das noch nur über? Das ist eine andere Auffassung gewesen. Das waren noch in den 60er Jahren schon noch anders, da hat man einfach noch angestrichen auch teilweise. Und denen war egal, das ist zwar ein 300, 400 Jahre altes Teil, aber ich streiche das jetzt einfach mal rot. Noch schlimmer, die haben hier Figuren, also gibt es Restauratoren, Bilder, gibt es auch Namen, die sind bekannt. Richtig tolle Bilder, die haben einen weißen Kittel an und stehen vorm Subert. Und da werden die Figuren reingetaucht in heiße Lauge und werden mit einer Wurzelbürste abgebürstet. Und das 1950, 1960. Was davon heil bleibt, bleibt heile. Was denn davon dabei kaputt geht, das... Das ist weg. Das ist weg. Ja, war eine andere Art. War eine andere Art. Das ist aber sicherlich schneller und günstiger wahrscheinlich. Ja gut, man... Streich mal unsere Kirche neu. Das ist alt, mach neu. Aus alt, mach neu, genau. Da gibt es richtig Bilder, richtig tolle Bilder. Ist für unser heutiges Verständnis keine Katastrophe? Das ist eigentlich eine Katastrophe, natürlich. Da hat man so einen Verlust. Zu mir kam mal so ein alter Maler und hat gemeint, wir haben das früher in Subert rein, ja. Und dann, das waren zwei Figuren. Und dann wusste man nicht mehr, welcher Arm zu welcher Figur gepasst hat. Dann hat man es einfach hinmontiert. Rechtzeitig vor dem ersten Advent wurden diese Arbeiten abgeschlossen. Denn für die erste Nutzung der neuen, alten Kanzel im neuen Glanz hatte sich Bischof Jan Janssen aus Oldenburg angesagt. In einem ganz besonderen Gottesdienst wurde dabei, wie Pfarrer Dietmar Reumann-Klaasen es ausdrückte, sein schöner neuer Arbeitsplatz wieder in Betrieb genommen. Und auch Schaufenster Kirche war dazu eingeladen.